Hallo und herzlich willkommen bei lockergrill.de. Heute gibt's Suppe. Und zwar eine Rindsuppe. Ich mache die mal genauso wie meine Mutter die immer gemacht hat, bis auf, dass wir es draußen machen. Und zwar im Dutch Oven auf dem Spirit. Und was ich dazu brauche, wie das Ganze geht, ist total einfach, total simpel. Aber ja, ich wollte euch mal zeigen, dass man, was eigentlich die Mama immer drin am Herd macht, kann man auch draußen machen. Wie gesagt, was wir dazu brauchen und wie das Ganze so gemacht wird, zeige ich euch jetzt mal schnell. Und zwar brauchen wir einmal so ein Suppengemüse, also Sellerie, Lauch und Karotte. Und dann kommt noch eine Zwiebel, die ich geschält habe und halbiert habe dazu. Und eigentlich eine große Tomate, auch durchgeschnitten, aber jetzt habe ich einfach zwei kleine genommen. Ich habe die Karotten geschält und geschnitten, weil ich die später als Einlage nehme. Alles andere muss man gar nicht schälen, das tut man dann eh raus. Dann habe ich Suppenfleisch genommen. Bei mir ist das jetzt in dem Falle Rinderbrust. Die ist schön fettig und zwei Markknochen. Man kann aber auch, keine Ahnung, eine Beinscheibe oder irgendwas nehmen. Das ist eigentlich total egal. Hauptsache Suppenfleisch und Salz und Pfeffer. Mehr ist es gar nicht. Und wie ich das Ganze mache, schaut es euch an. Also, ihr habt gesehen, ganz einfach. Ich habe das Ganze jetzt noch mit ich schätze mal, das sind so zweieinhalb Liter Wasser aufgefüllt, dass das Fleisch schön bedeckt ist. Mehr ist ein, auf das Wasser kommt es gar nicht so an, weil im Endeffekt, man kocht es jetzt auf und da verkocht noch sau viel. Das Fleisch muss bedeckt sein, das ist wichtig. Und wenn die Brühe nachher zu stark ist, kann man einfach nur Wasser reinmachen. Und wenn sie zu schwach ist, kocht man es einfach mehr ein. Von daher ist eigentlich relativ egal, wie viel Wasser man reinmacht. Hauptsache, das Fleisch ist bedeckt. Und jetzt koche ich das einmal auf in dem Dutch Oven komplett das alles, dass das richtig sprudelnd aufkocht. Dann gibt es oben so einen Schaum, den schöpfe ich dann ab, dass die Suppe schön klar wird. Ja, und dann heißt es ungefähr 1,5-2 Stunden köcheln lassen. Aber vorher melde ich mich ja nochmal zum Schaum abschöpfen. Wie ihr gesehen habt, ich hatte es jetzt schön gekocht, ja, keine Ahnung, irgendwie entweder Glück oder keine Ahnung, warum es jetzt kein Schaum. Normalerweise, wenn ich die gemacht habe, wenn meine Mutter die macht, gibt es immer so Schaum außen, den muss man dann mit dem Löffel abnehmen einfach so. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht gab, vielleicht hatte ich einfach nur Glück oder ich weiß es echt nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr es zu Hause macht, gibt es bestimmt Schaum, den müsst ihr mit dem Löffel so wegnehmen, weil sonst wird die Suppe so trüb. Jetzt habe ich die Brenner, ich hatte vorher alle Brenner auf Vollgas, dass es schön kocht, jetzt habe ich alle drei Brenner, so ein bisschen von dem Spirit, ein bisschen, naja, so auf drei Viertels gestellt, weil das jetzt nur so ein bisschen köcheln soll. Das soll jetzt nicht richtig voll Bulle kochen, soll nur so ganz leicht köcheln. Und das mache ich jetzt mal 1,5 Stunden. We'll be right back.
Und hallo zurück. Ja, es ist vollbracht, wie ihr gesehen habt. Ich habe das jetzt 2 Stunden kochen lassen, genau. Zwischendurch habe ich eigentlich nichts gemacht, bis auf einmal habe ich es offen gehabt und habe mal einmal durchgerührt und das Fleisch einmal gedreht, weil es dann doch nicht mehr hundertprozentig bedeckt war, aber das hat gereicht. Und boah, ist ganz schön windig, gell? Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, aber wie gesagt, genau 2 Stunden habe ich jetzt gekocht und es simmert ja dann so. Simmern, das habe ich nämlich sagen lassen, heißt das. Also so ganz leicht kochen musste es 2 Stunden lang. Es muss halt so volle Pulle kochen, nur so ein bisschen. Jetzt, ja, mache ich das, hole ich es runter. Und dann mache ich alles, dann siebe ich die Brühe sozusagen durch, hole nur die Karotten raus, die mache ich dann als Einlage. Das Fleisch schneide ich dann auch auf, tue es mit rein und dann gibt es eine schöne Rinderbrühe sozusagen. Bei dem kalten Wetter ist ja genial. Super, dann ja, vielen Dank für das Interesse. Danke, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Bei Fragen einfach Kommentar, alles Mögliche, ich beantworte euch alles. Und dann vielen Dank und schaut mal bei YouTube. Und bei Facebook, Twitter, Instagram, überall Facebook. Ich bin überall vertreten. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl.